Jede Krankheit hat eine Ursache. Wie du die Signale deines Körpers richtig erkennst. Nochmal, wenn ich mich selber nicht liebe, sondern verurteile oder mein Frausein, mein Mannsein verurteile oder in meiner Vergangenheit im Gram bin, im Unfrieden bin, dann muss sich das alles energetisch auf meinen Körper auswirken. Und nochmal, Krankheit, Schmerz, all das will uns nicht bestrafen. Es ist ein Aufruf zur Heilung, ein Wachmacher. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich liebe euch. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, jede Krankheit hat eine Ursache. Wie du die Signale deines Körpers richtig erkennst. Robert Beetz. Sein Interview von Welt im Wandel TV. Und wir haben uns schon 2, 3 Talks von dem Kanal reingezogen und die waren immer sehr spannend und interessant und auch wichtig. Und deswegen gehen wir da heute auch wieder rein. Den Namen Robert Beetz habe ich schon öfter mal gehört. Soll echt ein starker Mann sein. Hab mir von ihm noch nichts reingezogen und bin dafür umso gespannter, was hier erzählt wird. Wie gesagt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert meinen Kanal. Gerne auch bitte wieder neue Videos in den Discord reinschicken. Ja, in der Beschreibung 2., 3. Link ist der Discord und da bitte auf der linken Seite ist ein Kanal, der heißt Videovorschläge, immer wieder neue coole Videos reinschicken. Das ist ein bisschen eingeschlafen, also es werden immer weniger Videos und immer wieder die gleichen Geschichten und ich würde gerne ein bisschen Variation auch in die Reactions reinbekommen. Also alle interessanten Themen, die euch interessieren, einfach mal in den Discord reinfetzen und ich werde dann eine Auswahl treffen und dann werden wir eventuell darauf auch mal hier reagieren. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Wie gesagt, ich hab euch lieb. Let's go. Wir leiden und jammern über unseren Körper, der ab einem gewissen Alter nicht mehr so funktioniert, wie er das soll. Und dabei übersehen wir, dass er uns eigentlich etwas sagen will. Jedes Symptom hat einen seelischen Ursprung, das sagt der Bestsellerautor und Lebenslehrer Robert Beetz. Und wie wir diesen finden und für immer auflösen können, darüber sprechen wir jetzt bei Welt im Wandel TV. Geil, ich bin gespannt. Starkes Thema. Herr Beetz, ich freue mich. Ich lache schon wieder so. Ja, das ist so schön, dass Sie mal lachen. Es ist mir wirklich eine Freude, dass Sie da sind und wir das Thema Gesundheit, was mir auch am Pumi-Vibes, Bro, liegt, heute besprechen. Da können wir 5 Stunden drüber sprechen. Na, vielleicht schaffen wir es ja in kürzerer Zeit. Gucken wir mal. Was sind denn physische Symptome, um einfach mal so einzusteigen? Muss man einer davor gehen, was sind Empfindungen? Heißt, was ist unser Körper? Ich sage, wir haben einen Körper, aber wir sind kein Körper. Und der wesentliche Körper ist nicht den, den wir hier anfassen können. Das nennen wir den grobstofflichen Körper. Hm. Um diesen zu verstehen, um Krankheit. Psychologe und Transformationscoach. Um halt zu verstehen, müssen wir den zweiten Körper dazu nehmen. Das ist der Energiekörper, unser feinstofflicher Körper. Feinstoff ist das 5. Element neben Wasser, Luft, Erde und Feuer. Äther nennt sich das. Und in diesem feinstofflichen Körper, der durchdringt diesen physischen Körper. Und ohne diesen würde dieser physisch-grobstoffliche Körper gar nicht existieren können. Und da befinden sich feinstoffliche Energien drin, wie Gedanken und Überzeugungen, wie Gefühle, heißt Emotionen, wie Empfindungen, wie Enge und Schwere und so weiter. Und als 4. Energie unsere Herzimpulse, heißt unsere spirituelle Energie. Wir sind also vierfaches Wesen, mental, emotional, physisch, feinstofflich und spirituell. Und wenn wir das nicht im Blick haben, dann können wir die Reaktion des Körpers nicht verstehen. Wichtige Aussage. Also wir sind mehr als unser physischer Körper, sagt er im Endeffekt doch durch die Blume damit so. Und man muss sich mit den Thematiken, wenn man irgendwelche Symptome hat, physische Symptome hat, ganzheitlich auseinandersetzen. Und das ist eine sehr wichtige Aussage. Und ich hoffe, dass die Medizin irgendwann so weit kommt, wenn das überhaupt gewollt ist, dass man sich mit den Themen ganzheitlich beschäftigt und wirklich versucht, den Ursprung der Symptome zu bekämpfen. So. Weißt du, wie ich meine? Dass man halt wirklich auch wirklich gesund ist und nicht einfach nur Tabletten nimmt, damit man die Symptome bekämpft, sondern den Ursprung zu finden. Und oft ist es auch eine mentale Sache, eine psychische Sache, eine Sache, die nicht wirklich was mit dem physischen Körper zu tun hat. Körper ist komplett abhängig von diesen nicht sichtbaren Energien, zum Beispiel von unseren Überzeugungen, was wir denken über uns, was wir fühlen über uns, von unseren emotionalen Energien und muss darauf reagieren. Er hat keinen eigenen Willen. Das ist das größte Geschenk, was wir haben. Dürfen wir dankbar sein. Wir dürfen ihn lieben. Und er will 3 Nährstoffe. Er will Liebe, er will Dankbarkeit und er will einen Menschen, der mit Ja seinen Körper einwohnt. Sagt, ich habe Lust zu leben und danke, mein lieber Körper. Hm. Das wünscht er sich. Aber die meisten geben ihm diese Nährstoffe nicht, sondern verurteilen ihn. Ja,
Wir leben ja in der Zeit, wo das auch wirklich offensichtlich ist, dass wir arbeiten weniger, also weniger hart körperlich. Ne? Wir haben eigentlich nicht mehr so ein anstrengendes Leben, wenn man es jetzt von der Ebene sieht. Viel kürzer. Warum werden immer mehr Menschen zusehends krank, landen im Burnout und haben wirklich... Es ist krass. Also gerade die Völker, die noch mehr so... Da gibt es teilweise Frauen, die sind über 100 Jahre alt und die sind noch im Garten unterwegs und die machen ihr Ding. Meine Uroma ist 105 geworden und die war täglich im Garten unterwegs, hat täglich Fahrrad gefahren, hat täglich körperliche Arbeit gemacht. So. Und das alleine hält dich schon fitter und lässt dich länger leben, wenn du mehr körperlich aktiv bist. So. Aber wir sind halt heutzutage so viel am Couch liegen, PC sitzen, nur noch am Rumliegen und Rumsitzen und betätigen uns nicht wirklich körperlich, so, weißt du? Und das macht uns auch viel schneller krank und lässt uns auch früher sterben, glaube ich. Alle möglichen Symptome und sind wirklich sowas von im Mangel. Hat verschiedene Gründe, weil sie nicht wissen, warum sie morgens aufstehen zum Beispiel und weil sie nicht mit einem großen Ja aufstehen. Wenn ich morgen schon aufstehe, ich muss aufstehen, da klingt schon durch, da habe ich keine wirkliche Lust und keine Begeisterung am Leben. Und viele finden auch ihren Sinn nicht. Heißt, viele vermissen den Sinn ihres Lebens. Powerful. Eine Sinnlehre und die führt oft zu Depressionen. Also wir reden hier über körperliche und psychische Krankheiten, denke ich. Beides kann man nicht ganz trennen. Und wir wissen einfach bisher nicht, wovon dieser physische Körper abhängt, von welchen Energien. Nochmal, wenn ich mich selber nicht liebe, sondern verurteile oder mein Frausein, mein Mannsein verurteile oder in meiner Vergangenheit im Gram bin, im Unfrieden bin, dann muss sich das alles energetisch auf meinen Körper auswirken. Voll stark, Mann. Richtig geiler Talk. Hört zu, meine lieben Freunde. Bleibt am Ball. Glaubt mir, das ist so wichtig, was der gerade sagt. Und das ist so wahr. Und von erstmal energetisch einer niedrigen Schwingung. Und wenn ich lange eine niedrige Schwingung habe, heißt die Energien im Körper nicht so fließen, wie sie fließen wollen. Nicht nur das Blut und die Lymphe, nicht nur der Atem, sondern auch die Freude und die Liebe nicht fließen, kann dieser Körper auf Dauer nicht gesund bleiben. Also Sie nennen den Körper ja auch einen Schwingungskörper. Das heißt, wir sind, also eigentlich sind wir ein Informationsfeld, was unentwegt sendet und empfängt. Kann man auch sagen, wir haben ein Schwingungsfeld und diesen Schwingungen gibt es unterschiedliche Schwingungen. Niederfrequente, langsame Schwingungen wie Angst und Wut und Ärger und Scham und Schuld. Und hohe. Das ist halt Angst, Wut, Ärger, Scham und Schuld. Weißt du? Das sind niedrig schwingende Gefühle und Emotionen. Und das müsst ihr euch halt bewusst machen, weißt du? Das ist auch der Grund, warum ich nicht auf irgendwelche Hater reagiere so. Das ist auch der Grund, warum ich mir keine Pornos mehr reinziehe, weil ich mich dann von mir schäme dann im Endeffekt und mich nicht richtig ernst nehme und mich verurteile auf eine Art und Weise. Das ist der Grund, warum man sich auf die Dinge konzentrieren sollte, die einem eine hohe Frequenz und eine hohe Energie geben, wie andere Menschen zu lieben, egal was ist so, und miteinander zu arbeiten und Dinge zu tun, die unser höheres Ich quasi, die unserem höheren Ich gut tun und nicht unserem niedrigen Ich so, weißt du? Irgendwie Freude und Liebe. Und dieses Herz möchte natürlich am liebsten, dass wir mit großer Freude leben und dann wird sich der Körper auch freuen, wenn wir Ja sagen würden zu dem, was jetzt ist und zu dem, was war. Tun wir aber nicht, sondern wir laufen vollgestopft mit Ärger über die Vergangenheit und über die Gegenwart rum. Und was machen wir mit dem Ärger? Wir schlucken ihn runter. Und was macht der Bauch? Der produziert Säure und schon sind wir sauer. Saure Basenhaushalt bei den meisten extrem unausgewogen. Ja, ja. Heißt, die meisten Menschen sind sauer. Ja? Aber wenn man das dann den Menschen sagt, das siehst du auch, wenn du mal so durch die Gesellschaft läufst, so. Gerade in Deutschland, dann siehst du, die meisten Menschen sind nicht hoch am Schwingen. Ich kenne das ja nun auch aus dem täglichen Leben. Ja. Ich sage, naja, dann bist du auf irgendwas sauer oder auf irgendjemanden. Guck doch da mal rein. Dann kommt dann so, nein, nein, ich bin nicht sauer, bei mir geht's eigentlich gut. Dann darf man sich betrügen, wenn man das will. Es geht um die Grundeinstellung zum Leben. Die meisten sind nicht zufrieden. Und Unzufriedenheit heißt Unfrieden. Und Unfrieden heißt irgendeine Art von Ärger. Und dieser Ärger sitzt bei uns fest. Den schlucken wir, wie gesagt, runter. Und wenn wir es weiter und länger tun, wenn wir Wut runterschlucken und in uns festhalten, weil wir keine Anleitung bekamen, wie gehen wir damit um, da gibt es zum Beispiel Gallensteine. Ja, wir haben an allen Themen, können Sie es ablesen, ob im Kopf, Kopfkrankheiten, Migräne und Kopfschmerzen, da zerbricht sich jemand den Kopf, heißt, er überfordert den Kopf mit etwas, was der Kopf nicht leisten kann. Ja, wir haben das Thema der Lunge. Lunge ist ein Kontaktorgan zum Leben. Wenn ich kein Ja sage zum Leben, dann schlägt sich das letztlich auf meine Atemfähigkeit nieder. Wenn ich mir vieles auf die Herzen gepackt habe, zu Herzen genommen habe. Also, Digga, guck dir das an, hör dir das an. Das ist Einatmen auch, dieses Raum einnehmen. Ne? Ja, das Einatmen steht für dein Ja zum. Also die Krankheiten, die du hast, sind eine direkte Reflexion von deinem Leben und wie du dein Leben lebst. So.
Eben das Ausatmen steht für das Vertrauen ins Leben, für das Loslassen. Und da sind wir oft nicht in der Balance. Ja, und so können Sie jede Krankheit, es gibt viele, viele, viele Werke, die Zusammenhänge zwischen Psyche und Verhalten und Überzeugung und unter anderem Körper darstellen. Und ich nenne in meinen Vorträgen immer einige exemplarische, ob das jetzt der Parkinson ist, ob das Diabetes ist, ob das die Schilddrüse ist. Ja? Diese Schilddrüse als Beispiel bei sehr vielen Frauen funktioniert mich nicht mehr richtig, weil diese Schilddrüse wie jede Drüse mit einem Chakra verbunden ist. Wir haben sie. Digga, ich schwöre auf meine Mutter, ich habe gerade das Chakra-Thema gefühlt so. Ich wollte es gerade sagen, als er hier hingegriffen hat, dass da auch in der Nähe ein Chakra ist und auch hier ein Chakra ist und auch im Magen, in der Magennähe so. Und auf einmal sagt er das Wort Chakra, das ist manchmal so heftig, ne? Hab's schon kommen sehen, hab's schon vorgefühlt. Hauptchakren im Körper, die meisten kennen die anderen nicht, aber 7 Hauptchakren. Und jedes Chakra hat eine Funktion. Wir haben hier Scheitelchakra, Kronenchakra, wir haben hier dritte Augenchakra, hier Kehlkopfchakra und so weiter. Und entsprechend ist jedes Chakra mit einer Drüse verbunden. Hier Zirbeldrüse, Hypophyse, Schild. Oh shit, Drüse den Man, Alter, das sind die Drüsen, die ich auch gerne mal küsse so. Ja? Zirbeldrüse den Man. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Thymusdrüse, Bauchspeicheldrüse. Thymusdrüse, da sind wir doch lange, ich schwöre dir. Von der habe ich zum ersten Mal gehört. Von Keanu Stecker, also da habe ich vorher noch nie von gehört. Drüse und so weiter. Wir haben eben. Die habe ich auch schon lange nicht mehr geküsst. Ne? Ich küsse eure Thymusdrüsen. Entsprechende Krankheit mit der Schilddrüse und Bauchspeicheldrüse ganz besonders. Dieses Chakra hier heißt, ich möchte mich ausdrücken. Ich drücke mich aus. Es will, dass wir uns zeigen, uns ausdrücken. Die Wahrheit aussprechen. Die Wahrheit aussprechen. Wird aber oft nicht gemacht, hat ja keiner gelernt von uns. Und dann verschließt sich die Schilddrüse. Ja, das heißt, ich kann mich nicht ausdrücken. Das haben sie bei vielen Frauen auch mit einer bestimmten verzerrten Stimmelage. Merken sie auch. Da ist nicht die Frau, da spricht auch das kleine Mädchen oder irgendwas dazwischen. Wenn die dann so hoch ist. Krass. Eine Piepsstimme. Ah, ja, ja. Ne? Als Beispiel, dann merken sie, da ist das kleine Mädchen. Die spricht noch durch das kleine Mädchen. Weil man auch so freundlich immer tut. Ne? So viele sind auch so in diesem Freundlichkeits... Krass, Digga. Also die Wahrheit sprechen ist auch ein sehr wichtiges Thema, damit du das Chakra hier öffnest. So. Freunde. Und das wird ja oft unterdrückt. Man darf ja gar nicht seine eigene Wahrheit mehr haben und die aussprechen, weil man sofort in irgendwelche Ecken reingedrückt wird. Und das dürft ihr euch nicht nehmen lassen, weil das kann für Krankheiten sorgen. Alleine, wenn ihr nicht aussprecht, was ihr fühlt und denkt, kann es für innerliche Krankheiten sorgen. Das müsst ihr euch mal bewusst machen. Getue so ein bisschen in einer höheren... Eine Show, eine Rolle. Ja, damit. Deswegen liebe ich diesen Kanal hier so und das, was ich aktuell mache auf Twitch, weil das hat mir mit der Zeit, also seit Corona, seit dem Statement, was ich abgegeben habe, so... bin ich einfach so, dass ich alles das, was ich denke und fühle, ausspreche und nicht mehr darüber nachdenke, wie irgendwelche anderen Menschen darauf reagieren oder nicht. Da können die auch 10 Videos am Tag drüber machen, wenn ich ein Video mache. So. Das beeinflusst mich 0%, weil ich gesund sein möchte. Und ich will die Dinge so sagen dürfen und können, wie ich das möchte. Und Leute fühlen das. Leute wissen das zu schätzen, gerade in meiner Community. Und dafür will ich auf jeden Fall auch mal Danke sagen und lasst euch eure Wahrheit und lasst euch euren Mund nicht verbieten. Sprecht das immer aus, egal wer was sagt. Lieb sein will und so weiter und nicht sagen und stopp. Das ist eben etwas Wichtiges, weil wir haben nicht gelernt, Nein zu sagen in der Kindheit. Keine Mutter sagt ihrem Kind, du sag mal, wenn ich was zu dir sage und das fühlt sich nicht stimmig an, dann sag bitte Nein, mein Schatz. Ja? Und deswegen hat keiner von uns gelernt, Nein zu sagen, da wo das Herz sagt, das stimmt aber gar nicht. Das heißt, umgekehrt hat jeder von uns sein Herz mehr oder oft verraten, hat dort Ja gesagt, wo er eigentlich Nein sagen wollte. Und das krass sich auf Dauer auf die Gesundheit nieder. Wenn jetzt zum Beispiel... So ein wichtiges Video, fühle ich gerade komplett. Und kann das auch sein, dass wenn man es auch nicht gelernt hat, dass das schon ältere Themen sind, die wir mitschleppen, eben auch aus der Familie, ne? Das ist dann, wir übernehmen diese Muster. Erstmal nehmen wir unsere eigene Kindheit. Diese Kindheit war durch Ohnmacht gekennzeichnet. Dieses Kind durfte seine Gefühle nicht aus. Und das Beste, was Eltern sagen, oder in Anführungszeichen das Beste ist, du musst doch keine Angst haben. Ne? Du musst doch keine Angst haben. Das Kind sagt, ich habe aber schon Angst. Das heißt, wir konnten unseren Kindern oder Eltern können ihren Kindern in der Regel nicht beibringen, wie man mit Gefühlen wie Ärger, Wut, Angst umgeht. Wir sind heute nicht in der Lage, wir fliegen zum Mars, aber können kein 2 Kinder, die gerade die Köpfe einhauen, sagen, wie sie Frieden machen sollen. Aus. Facts! Und zum Mars fliegen wir auch nicht, Freunde. Hört auf! Das war alles. Das heißt, wir sind heute im psychologischen und spirituellen Bereich. Das Menschliche ist flöten gegangen und geht immer mehr flöten. Die Menschlichkeit, das Miteinander, das einander verstehen, weißt du, wie ich meine? Diese menschliche Ebene ist so krass einfach nicht mehr da. Also das wurde so krass unterdrückt in den letzten Jahren, das ist nicht gut.
Das hat keine guten Auswirkungen auf uns, auf unser Miteinanderleben, auf unsere Gesundheit, auf unsere Beziehungen, auf unsere Familien. Wir sind menschlich richtig Krüppel mittlerweile. Wir sind menschliche Krüppel geworden. Noch nicht sehr weit, während wir technisch sehr weit sind. Wir dürfen die Basisdinge des Lebens wieder erinnern, denn das alles ist in uns gespeichert. Wir dürfen lernen, wie machen wir Frieden, wie machen wir unseren Körper nicht gesund, ungesund, krank. Wir belasten diesen Körper mit einer Unmenge an Energien, die er nicht verarbeiten kann. Ich würde gerne kurz bei diesen Chakren bleiben. Gerne. Ich glaube, das ist ein zentrales Thema. Wenn man da die Zusammenhänge begreift und mit den dazugehörigen Themen, die da dafür sorgen, dass wir da nicht im Gleichgewicht sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Herz. Viele haben ja Herzkrankheiten auch. Ja. Oder Bluthochdruck. Herzkreislauf. Herzkreislauf, ne? Sind das nicht verarbeitete, ungelöste Herzangelegenheiten? Also Seelenthemen, so die mit Beziehungen zu tun haben und Herzensbrüchen? Wir brauchen das gar nicht herzangelegt. Nein, ich habe gerade gesagt, das Herz verraten viele. Okay, und weil wir nicht das Leben. Wir leben machen. Nicht die Wahrheit unseres Herzens. Weil dazu gehört ein bisschen Mut zu. Zu sagen, ich ja. liebe mich selbst, ich tue das, was mein Herz mir sagt und nicht das, was andere von mir wollen. Ja, ich erfülle nicht ständig die Erwartung anderer, ich opfere mich nicht auf, ich kümmere mich nicht nur um andere, sondern ich höre auf mein Herz und lebe meine Wahrheit. Und dazu kommen dann die unterdrückten Ängste und Ängste machen Angst, besonders bei den Männern, das sind ja die Weltmeister in Herzkrankheiten. Sie verschließen schon früher als das kleine Mädchen ihr Herz für alles, was schwach ist. Heißt, sie unterdrücken es. Sie müssen so tun, als wären sie stark. Ja, so einen kleinen Jungen, hast du Angst? Nö, nö, nö. Tut so, als ob. Männer unterdrücken ihre schwachen Gefühle von früh an. Und dann verschließen sich die Herzkranzarterien, dann kommen die Stents, dann kommen die Bypässe, dann kommt der Herzinfarkt. Und wenn einer zwei Bypässe hat, dann kann er wieder darüber reden. Sagt, ich habe zwei Bypässe, kommt der nächste, ich habe vier. Krass. Aber über das, was den Bypass verursacht hat, die Angst, die Kleinheit, die Ohnmacht, darüber können Männer bis heute in weitestgehend nicht reden. Aber Sie sprechen immer, wenn Sie vom Herz... Ja, man muss auch ganz klar sagen, die Selbstmordrate bei Männern steigt auch immer mehr. Also 80% der Selbstmorde sind, glaube ich, Männer. Und da ist viel unterdrückter Shit auf jeden Fall am Start. Ist so. Weil wir natürlich auch immer das Gefühl haben, wir müssen stark sein und wir dürfen keine Gefühle zeigen und wir müssen... Und es ist ja auch teilweise so. Ich finde, das ist auch teilweise so, dass Männer halt oft in Situationen stark sein müssen und ja, halt nicht alles an sich ranlassen dürfen, so, damit sie überhaupt weitermachen. Und wenn sie noch Familie und Kinder haben, dann wird das, glaube ich, noch stärker. Auf der anderen Seite kommen dann halt so Sachen dabei raus, so, weißt du? Da hat er schon einen Punkt, der Robert. Sie sprechen von, nicht nur von dem physischen Organ. Die hängen beide sehr eng zusammen. Und Sie sprechen von dem energetischen Herz. Können Sie uns kurz sagen, was das genau... Jeder Mensch, wir sind von Haus aus Herzmenschen. Wir sind von Haus aus keine mentalen Wesen, sondern... Da würde ich jetzt voll gerne mal mit ihm nochmal tiefer reingehen in dieses Männlichkeitsthema, so, weißt du, wie ich meine? Weil das ist eine Sache, die beschäftigt mich persönlich auch, weil ich natürlich auch ohne Vater groß geworden bin und nicht wirklich jetzt ein Vorbild hatte. Also mein größtes Vorbild war mein Onkel in der Kindheit und mein Onkel ist einer der heftigsten Gefühle unterdrücker und keine Emotionen zeigen, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe, so. Weißt du, wie ich meine? Der ist halt wirklich auf einem stumpfen Vibe unterwegs und der zeigt keine Gefühle, redet nicht über seine Gefühle und unterdrückt das alles, Digga. Und er sagt es auch, weißt du? Und deswegen ist für mich auch schwer, da einen richtigen, so, es ist heutzutage schwer, weil wir Männer keine richtigen Vorbilder mehr haben, wie man wirklich insgesamt als Mann mit seinen Thematiken umgeht, so. Weißt du? Das ist einfach voll schwer. Und viele Kids heutzutage wachsen ohne Vater auf und das ist dann sehr, sehr schwer. Und selbst wenn die mit Vater aufwachsen, dann sind es oft vielleicht auch keine Männer, die gelernt haben, wie man ein richtiger Mann ist, so, weißt du? Das ist ein Riesenthema heute in der heutigen Zeit, glaube ich. Unser Ursprung heißt Liebe. Dieses Herz ist Zentrum unserer Liebesfähigkeit, aber auch Zentrum unserer Freude und Zentrum unserer inneren Weisheit. Ja, wenn mich etwas berührt, dann sage ich nicht, oh, ist ein toller Sonnenuntergang, ne? Sondern ich tue hier mal automatisch hier meine Hand hin. Dort fühle ich. Die hat voll die strahlenden Vibes, finde ich, die Dame. Dort spüre ich, dort lieben wir. Da wir aber mit dem Lieben große Probleme haben, wir haben gelernt, uns zu verurteilen, statt unsere Liebe aufrechtzuerhalten, besonders dann, wenn es uns schlecht geht. Da verurteilen wir uns. Und dann leidet dieses Herz drunter. Da können Energien nicht fließen. Dieser Körper
ist sowohl physisch als auch nicht physisch ein Energieflusssystem. Das heißt, der Atem möchte fließen, das Blut, die Lymphe. Im Feinstoff möchte aber auch die Elektromagnetik der Meridiane fließen. Mhm. Ja? Und wir bringen Energiefluss ins Stocken, zum Beispiel durch Nein, das Wort Nein, zu dem, was doch schon da ist. Wir lehnen ab, was da ist. Also wir sind im Konflikt. Deep. Mit dem, was jetzt ist, letztendlich. Wir lehnen es einfach ab, weil wir sagen, das ist doch doof. Mhm. Ja, ob das Schmerzen sind oder Ängste sind, unangenehme Gefühle sind. Wir sagen nicht, oh, da kommt gerade eine Angst in mir hoch. Da schaue ich aber mal hin. Ich mache mal die Augen zu und fühle das mal. Nein. Was haben wir dagegen? Wir gehen zur Apotheke und sagen, haben Sie was dagegen? Und wenn das nicht hilft, dann gehen wir zum Arzt, machen wir das irgendwie weg. Können Sie mir das? Mach mal weg jetzt, Junge. Na, man sagt ja auch, das Herz oder das elektromagnetische Feld des Herzens ist riesig. Ist riesig, also auch viel mehr als das, was wir hier mit unserem Gehirn aussenden. 5000 Mal größer als das Gehirn. Genau. Dass wir im Grunde auch... Ja, das hören wir immer wieder, ne? Das wichtigste Organ oder das intelligenteste Organ in unserem Körper ist das Herz, nicht das Gehirn. Uns immer wundern, warum wir uns nicht das im Leben erschaffen, was wir uns wirklich wünschen. Weil wenn das noch blockiert ist, können wir das ja auch nicht anziehen, oder? Ja, genau. Wir denken das, aber wir fühlen es nicht. Und weil wir nicht gelernt haben, unserem Herzen zu folgen. Ja? Facts. Der spricht mir aus dem Herzen, der Cousin. Das ist etwas, was jetzt gelernt wird. Wieder, ich habe den Mut, meinem eigenen Herzen zu folgen, mein Herz zu öffnen für das, was ich bisher nicht liebe, reinen Tisch zu machen und den anderen zu erlauben, mich zu verurteilen. Denn wenn einer seinem Herzen... Ah, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, was der sagt. Den anderen erlauben, mich zu verurteilen. Digga. Ja, Bro. Und folgt, dann gibt es ein paar, die sagen, das finde ich aber doof, dass du einfach das machst, was du willst. Ich schwör's dir, Digga. Wenn Sie jetzt mit Menschen arbeiten und es kommt jemand zu Ihnen und sagt, ja, ich habe einen hochaggressiven Krebs. Es gibt sogar Leute, die fühlen sich nur davon angegriffen, dass du so selbstbewusst bist, dass du deine eigene Wahrheit sprichst und deinem Herzen folgst. So. Die fühlen sich nur davon angegriffen, weil sie es selber nicht tun. So. Weißt du? Und das musst du zulassen und akzeptieren. Und du darfst dich nicht dagegen, du darfst auch nicht versuchen, dagegen zu reden oder das irgendwie zu rechtfertigen oder so, weil das, egal was du sagst in die Richtung, wird die Leute nicht davon überzeugen. So. Das ist ein Thema, was jeder mit sich selbst hat. So. Und wenn du anfängst, deinem Herzen zu folgen, wirklich deinem Herzen zu folgen, dann wirst du niemand sein, der andere Menschen verurteilt, weil sie eine andere Meinung haben oder einen anderen Weg gehen. Und dann kommen ja erstmal diese ganzen Horrorgeschichten und dann hört man die sich erstmal 5 Minuten an. Mhm. Was sagen Sie so einem Menschen? Sagen Sie dann augenblicklich, Sie sind nicht in Ihrer Mitte und in Ihrem Herzen? Nein, weil viele sind ja da gar nicht offen für in dem Moment. Wenn er nicht offen ist, dann kann ich nicht sagen, sind Sie bereit, mal hinzuschauen? Könnte es etwas mit Ihnen zu tun haben? Was glaubst du, woher der Krebs kommt? Glaubst du, das ist Zufall? Wenn er sagt, ja, dann lasse ich ihn dabei. Okay. Kann er überzeugen. Wenn einer aber offen ist, dann stelle ich 3-4 Fragen. Bei jeder Krankheit, auch bei jedem Unfall, stelle ich die Fragen. Wenn du es wirklich wissen willst, dich öffnest dafür, dass du unbewussterweise deine Krankheit erschaffen hast, was nichts mit Schuld zu tun hat, dann stelle ich die Frage, wie alt warst du, als der Krebs oder dass der Unfall kam? Wie alt warst du? Angenommen, du warst 35. Zweite Frage, geh geistig zurück, als du 35 warst und dann nochmal zurück. Meine Frage, was geschah 1/2 Jahr, 6 Monate bis 3 Jahre, vor die Krankheit kam? Erste Unterfrage, ging jemand weg aus deinem Leben? Verließ dich jemand, starb jemand oder ging jemand weg? Hm. Oder gab es einen Bruch mit jemandem? Sehr oft. Ja, das stimmt. Da starb die Lieblingsoma, da verunglückte mein Kind, da verließ mich mein Partner. Wir reagieren auf so ein erschütterndes Erlebnis. Wir reagieren unbewusst mit Sätzen wie, ohne den geht's nicht mehr, als Beispiel. Ja. Zweite Unterfrage, wie hast du gelebt? Wie waren deine Lebensbedingungen? Und da hören wir immer wieder 2, 3, 4, wir nennen es heute Stressfaktoren. Ein Beispiel, eine Frau sagte, die Krebs hatte. Wir waren am Bauen. Zweitens, ich wurde schwanger. Drittens, mein Mann ging fremd. Und da kam der Brustkrebs. Das ist übrigens bei sehr vielen Frauen so, an den weiblichen Organen, wenn sie sich selber extrem abwertet. Und das tun sehr viele Frauen dann, wenn ihr Partner fremd geht oder sie verlässt. Krass. Sie sagt dann, was hat die, was ich nicht habe? Ich habe etwas nicht, was die hat. Sie werten sich ab und das hört der ganze Körper. Ja, gerade besonders Frauen, die jetzt in die männliche Richtung gegangen sind, in den letzten Jahren, zacki, zacki, rangegangen. Alles organisieren, männlich. Ja. In die männliche Richtung reingegangen die letzten Jahre. Hat er gut unterschwellig ausgedrückt. Nicht mehr in die Weiblichkeit, in das Loslassen, in das Entspannen, in das Genießen kommen, sondern sehr stark kontrollieren.
Diese Frauen sind sehr stark betroffen jetzt. Ebenso wie die Männer, die nur durchhalten und arbeiten, obwohl sie schon längst die Arbeit, die Lust an der Arbeit, die Liebe zur Arbeit verloren haben. Weil sie auch keine Sinnhaftigkeit drin haben, ne? Dann geht's ganz schlimm, ne? Das, was der vorher gesagt hat, war so powerful. Ich schwör's dir. Ich hab das auch. Ich hab ein paar Themen, gesundheitliche Themen, seitdem gewisse Dinge in meinem Leben passiert sind, so. Ja, Digga, und anscheinend noch nicht richtig losgelassen, aber schon auf dem Weg der Besserung. Aber es ist so krass, wie einfach Dinge, die in deinem Leben passieren, Jahre später zu gesundheitlichen Problemen führen können, wenn du diese Dinge nicht richtig bearbeitest und ein Bewusstsein dafür gewinnst und Dinge auch loslässt, so weißt du? Es ist so krass, wie dann einfach Krebs davon kommen kann. Weil du einfach zum Beispiel, wie er gesagt hat, als Frau betrogen wurdest oder so und dich dann abwertest und dann bekommen die Brustkrebs, Bro. Das musst du dir mal überlegen. Wie heftig unser Selbstgespräch und unser Kopf, unser Mind, was für Gedanken da oben abgehen und so, einen Einfluss darauf haben, wie gesund wir sind, Digi. Wow. Das halten sie 10, 20 Jahre durch und dann kommt der Körper mit Symptomen. Und jede Krankheit wird lange angekündigt durch viele kleine Zeichen. Nur wir hören nicht drauf. Wir wollen das wegmachen, ignorieren das. Also der Körper ist so hochintelligent, er lässt uns Zeit. Und nochmal Krankheit, Schmerz, all das will uns nicht bestrafen. Es ist ein Aufruf zur Heilung. Ein Wachmacher. Aber viele sagen, in dem Moment, wo das Symptom auf, oder wo man den Krebs, wo der die Zelle... Aufruf zur Heilung, ein Wachmacher. Der bringt das so schön auf den Punkt, finde ich. Ja, ich verstehe das so geil. Das ist echt sehr schön, sich das gerade anzugucken. Sich oder entartet... Ist es eigentlich schon ein Heilungsprozess? Ist ja schon eine Reaktion vom Körper? Was sagen Sie zu so einer Aussage? Ja, natürlich. Ich darf dann aber Partner des Körpers werden. Der Körper hat ungeheure Heilungskräfte, Selbstheilungskräfte und viele Mediziner auch angesehen und sagen, wir operieren viel zu früh. Wir lassen diesem Körper gar nicht den Raum, dass es selber heilen kann. Ja? Aber das kann man bei unseren Kliniken, die Profit machen müssen, gar nicht erwarten. Ja, aber auch diese Angst, ne? Die Angst im Menschen, wenn der diese Diagnose bekommt, fördert ja erst recht diesen noch einen Zustand von das, ja, wenn Angst. Er das als Urteil abnimmt und nicht die sich öffnet dafür und jetzt bin ich aufgerufen, etwas in mir zu ändern. Das haben ja viele schon gemacht. Auch, ne? Aber allgemein ist es noch nicht Usus. Könntest du dir vorstellen, dass du etwas getan hast, was dein Körper als Reaktion zur Folge hat, dass er krank wird? Ja? Und dazu, da öffnen sich immer mehr. Auch Mediziner, Ärzte kommen auf meine Seminare immer mehr, weil sie sagen, dass diese 5 Minuten Beraterei und das ist Symptomkurierei, dieses Reparaturmedizin, die hilft nicht mehr. Ja, die kann nicht helfen, weil sie nicht an Ursachen ansetzt. Wir fragen bei allen anderen Sachen, da gibt es doch eine Ursache. Und hier, ja, genetisch bedingt oder etwas, ja, haben sie falsch gegessen oder sowas, ja. Ne? Und mein Kollege letztens hat, ich habe 2 Jahre entzündete Augen. Das ist halt Symptombekämpfung, es wird nicht mehr an den Ursprung gegangen. Und es geht halt, das Thema ist halt auch Geld, ne? Ärzte können teilweise nicht mal wirklich was dafür. Weil die halt dahin getriezt werden von Pharmaindustrie, von diesen ganzen Geschichten und auch von der wie Medizin heutzutage funktioniert. Wie viel Zeit man überhaupt noch hat, ein Beratungsgespräch zu führen. Wie viele Ärzte hast du noch das Gefühl, gucken dir wirklich in die Augen? Die peitschen die Patienten einfach nur noch durch, weil es da um Geld geht so. Weil die dafür nicht mehr Geld bekommen, wenn sie sich wirklich hinsetzen und mit den Leuten wirklich unterhalten und versuchen, eine menschliche Verbindung aufzubauen. Obwohl, das haben wir schon an so vielen Stellen gesehen, wie wichtig das ist, dass du überhaupt auch eine menschliche Verbindung und das Gefühl hast, dass der Arzt dir überhaupt helfen kann und dir wirklich zuhört, das trägt schon zur Heilung bei. Aber dafür ist heutzutage halt kein Raum und keine Zeit mehr, weil es halt wirklich nur noch um Geld geht und die Patienten da durchzupeitschen, einen nach dem anderen. Ich bin in der Klinik gewesen in München, in Großhade, sag ich, ja, nimm so Cortison und da geht er schon weg. Wir haben wunderbare Augen, 120%. Schöste, ich habe so Hautprobleme gehabt, ich war beim Hautarzt, der Hautarzt hat mir nicht mal richtig zugehört, der wollte gar nicht verstehen, was ich überhaupt habe, sondern hat mich nicht angeguckt, hat mir nicht wirklich Fragen gestellt, sondern mir einfach irgendeine Creme verschrieben. Hier, pack das drauf, fertig. Fähigkeiten. Es geht das zu einer Frau, die in Indien gelernt hat, ganzheitlich. Die sagt, die guckt in eine Zungendiagnose und sagt, sie haben was an den Augen. Sagt, das hängt mit ihrer Leber zusammen. Mhm. Was sagt er? Ja, das kann ich Ihnen erklären. Die sehen den Gesamtorganismus. Aber das lehnen wir euch ab. Was die Chinesen 5000 Jahre wissen, können sie keinem Arzt mit Chakra kommen, was die meisten. Ich schwör's dir. Facts. Nee. Dabei sind unsere Ärzte. Wir lächeln das immer noch ein bisschen. Ja, kennen Sie Lebenserwartung deutscher Ärzte? Wie alt deutsche Ärzte werden? Mm-mm. 59 Jahre. Boah. Ja. Mehr nicht. Die kränkste Population, die wir haben. Krass. Ja, ist doch interessant. Die Menschen, die sich um Gesundheit kümmern, sterben als Erste. Digga. Kann doch etwas nicht stimmen, oder? Ja. Ja. Ein unglaubliches Thema.
Das heißt, wir dürfen heute einen neuen Ansatz nehmen. Nochmal, manche werfen mir vor, ich sage, der ist schuld. Ich rede nicht von Schuld. Nochmal, das muss man tausendmal wiederholen. Wenn ich etwas unbewusst erschaffe, ich habe dann nicht keine Ahnung, was ich da tue. Ich unterdrücke Gefühle. Ich überfordere mich. Wir haben heute Burnout. Wer ist der Robert eigentlich? Ich stelle mir gerade auch vor, dass es ein guter Gesprächspartner wäre. Deutscher Seminaranbieter, Coach, Autor verschiedener Bücher auf dem Gebiet der Esoterik tätig. Er lebt in München und auf der griechischen Insel Lesbos. Beetz war 3 Jahre im Klosterinternat der Steyler-Missionare in der niederländischen Provinz Limburg. Aha. Am Abendgymnasium in Bonn legte er das Abitur ab und studierte von 1976 bis 1982 Psychologie und Sozialpädagogik in Hamburg. Nach 6 Jahren Tätigkeit in Werbeagenturen Hamburg-Frankfurt wechselte US-amerikanische Industrieunternehmen als Vice President Marketing Europe. Ah, okay, krass. Also YouTube, schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr das fühlen würdet, wenn ich ihn mal zu einem Talk anfrage. Ja, Menschen überfordern sich, indem sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Sie machen, machen und tun. Sie sind zu sehr nach außen orientiert, ob das auf Smartphone ist, auf die anderen Leute, und nicht mehr innen orientiert. Wir nehmen uns keine Zeit für Pausen. Wir lassen das Frühstück schon wegfallen. Ja, Coffee to go. Ja, warum haben wir heute Burnout? Wie Sie richtig sagen, wir arbeiten viel weniger und viel weniger schwer als früher. Und wir sind viel weniger in Verbindung mit uns selber heutzutage, wie er es schon gesagt hat. Wir sind immer im Außen unterwegs, im Smartphone, am Arbeiten, am dies tun, am das tun, aber machen gar keine richtige Arbeit mehr mit uns selber und haben gar keine richtige Beziehung mehr zu uns selber. Und wenn wir keine Beziehung zu uns selber haben, dann können wir auch nicht rausfinden, was da drin eventuell los ist, was auch Krankheiten hervorruft, so weißt du? Weil wir am Sinn des Lebens vorbeileben und uns nicht kennen, weil wir mit uns sehr hart umgehen. Viele gehen mit sich sehr hart um. Gut, ich kenne das ja schon. Natürlich. Ich morgens aufstehe, also ich übe das ja auch immer. Ja, aber auch wenn es uns nicht bewusst ist oder wenn man im Fitnessstudio vorm Spiegel steht, in 30 Frauen da zusammen, man guckt sich immer auch kritisch an oder man ist auch immer noch so, manchmal ertappt man sich, wie man sich gleich so niedermacht. Ja? So weil richtig, ihr Frauen euer Selbstbild. Das ist voll wichtig, Digga. Dieses sich niedermachen, dass man damit aufhört. Also bei mir, sobald ein Anschwung von selbst schlecht mit mir reden und mich zu verurteilen oder einfach so mit sich selbst kacke zu reden. Es gab eine Zeit, wo ich in meinem Kopf die ganze Zeit hochgekommen ist, so du bist voll der Loser, du bist dies, du bist das und bla bla bla. Und sobald du damit anfängst, geht dein Leben nur noch bergab. Also du musst das sofort unterbrechen, wenn du anfängst, schlecht mit dir zu reden. Und ich glaube, was er jetzt sagt, weiß ich auch schon. Zum Thema Girls. Auch immer noch so, manchmal ertappt man sich, wie man sich gleich so niedermacht. Ja? So weil richtig, ihr Frauen euer Selbstwertgefühl an das Äußere eures Körpers gebunden genau. Haben. Wir Männer so wurde binden das uns das beigebracht. Genau. Ja, klar. Und Männer binden das mehr an was habe ich erreicht. Das könnt ihr ändern. Na klar. Genau, wie wir Männer was ändern können. Ja. Aber man tut das ja, also man wird ja immer bewusster. Ne? Aber in der Regel fängt es da ja schon an. Wie denke ich über mich und wie fühle ich mich, wenn ich morgens in den Spiegel gucke? Also man wird nicht bewusster, wenn man sich entscheidet, sagen, ich pfaff's es mal an, dann besteht die Chance, durchzublicken. Die Masse, ob die schon bewusster wird, weiß ich nicht. Die große Mehrzahl. Aber viele werden jetzt wachen auf, weil der Körper als Träger genau die Wahrheit sagt. Der Körper kann nicht lügen. Er ist der reinste Diener. Er verdient Liebe, Dankbarkeit. Und einen Menschen, der jetzt sagt, jetzt fange ich an, für mich mal da zu sein. Ich nehme mehr Zeit. Ich nehme eine Stunde am Tag für mich Zeit, für meine Innenwelt. Für das Fühlen meiner Gefühle, für einen Spaziergang, für ein Tagebuch, für etwas Nährendes. Eine der Grundfragen, die sich jeder stellen darf, was nährt mich in meinem Alltag und was zehrt an mir? Wie viele Dinge gebe ich mir, die mich nähren? Ob ein nährendes Buch, ein Bad, ein Spaziergang, eine Meditation, eine Musik, ein schönes Gespräch, ein nährendes Essen in der Gemeinschaft. All das sind schöne Sachen, wo jeder sagt, ach, das war aber schön. Ach, das war aber schön. Ja? Ist so. Aber dafür sorgen wir nicht. Dass wir jeden Tag etwas haben, wo man sagt, da war ich bei mir, da war ich ganz bei mir, da habe ich mal alles ausgemacht. Ich kann eine halbe Stunde in meiner Stille sein. Und atmen und mit mir zufrieden sein. Und da muss man nicht gleich dieses ganze Programm runterreißen von wegen, ja, mit der Existenz, ich kann das nicht alles sofort ändern. Das ist eine halbe Stunde vielleicht mal, die man sich, kleine so kann Schritte, man anfangen. Genau. Kleinste Schritte haben die größte Wirkung. Wenn jeder 20 Minuten jeden Tag in seinem Park oder in seiner Landschaft in Ruhe ohne Kopfzerbrechen spazieren ginge, ist das Heilungsprozess, sage ich. Damit fängt Heilung an. Oder der eine liest ein nährendes Buch, der andere hört eine Musik, aber vor allen Dingen
nach innen gehen. Wir haben eine Innenwelt und der Zustand der Innenwelt bestimmt unsere Außenwelt. Und die Außenwelt fängt hier an, am grobstofflichen Körper. Und wir sind dieser Körper nicht. Das hängt natürlich jetzt vom Menschenbild ab, will ich keinem aufdrängen. Aber wenn einer das nicht glaubt, was er sagt, dann darf er sich fragen, was glaube ich denn? Ich sage, wir sind kein Körper, wir haben einen Körper. Wenn wir sagen, ich bin krank, ist das, wie Sie eben angedeutet haben, auch schon der Anfang eines Krankheitsprozesses. Also er spiegelt letztendlich, der Körper spiegelt immer unseren inneren Zustand. Ja. Und wenn man einen Menschen sieht, kann man eigentlich komplett auch ablesen, wie es dem geht. Also er kann nichts verbergen, der Körper lügt nicht. Nein, eigentlich das kann er nicht. Richtig. Sieht man immer alles. Es gibt Faktoren wie genetisch bedingte Krankheiten. Es gibt, gestern hatte ich wieder eine Mutter, die sagte, ja, mein Sohn ist 36, hat Neurodermitis und so, und zwar seit der Geburt. Ich sage, Moment, stopp. Da ist in der Schwangerschaft was passiert schon. Ich sage, wie ging es Ihnen in der Schwangerschaft? Wollten Sie wirklich haben? Nein, ich wollte gar nicht haben. Und da kommen die Tränen. Mm. Ich wollte ihn nicht haben. Dieser Mensch wollte schon aus seiner Haut fahren damals. Ja, und er hat bis heute Neurodermitis, weil das Kind in ihm sagt, ich bin hier nicht erwünscht. Gänsehaut. Als Beispiel. Ja, die Mutter hat es sofort eingesehen. Also Hautkrankheiten, ist das so, dass das immer mit Kontakt auch zu tun hat? Oft, die Haut ist das Kontaktorgan, das größte Kontaktorgan. Mit Berührung, mit Nähe, mit Angst vor Nähe, aber es hat auch mit eben die ganzen Allergien zu tun. Mhm. Wie fühle ich mich in meinem Körper zur Welt hin? Wie gehe ich durch die Welt? Gehe ich mit Vertrauen durch die Welt oder habe ich viele Baustellen, wo ich sage, ich bin dagegen und dagegen und dagegen. Wir sagen, wir sind allergisch. Mhm. Bin allergisch nicht für, außer in Köln ist man allergisch für was, aber sonst heißt es im Deutschen, bin allergisch gegen. Mhm. Ja, und deswegen darf sich der Allergiker fragen, wo ist er im Geiste alles gegen? Womit ist er nicht im Frieden? Ist er gegen seinen Vater noch? Ist er im Frieden mit seiner Kindheit oder im Unfrieden, mit seinem Ex-Partner etc.? Wogegen bin ich? Gegen diese Welt. Viele entwickeln ja auch erst Allergien ab gewissem Alter, ne? Sie haben sie ja nicht von Geburt an. Manche. Balsam für die Seele für mich irgendwie, das Gespräch. Von Geburt an und sagen, da sage ich, diese 9 Monate im Mutterleib, das ist schon mein ganzes Leben. Das Kind hört alles, was die Mutter denkt und fühlt. Die Mutter Angst hat, übernimmt das Kind im Mutterleib Ängste. Wenn das Kind im Mutterleib hört, das Weibliche, hoffentlich wird es ein Junge, sagt dieses Kind mit Vollgeist verbunden, ich werde euch zeigen, ich werde der beste Junge im Mädchenkörper, den ich sein kann. Krass. Wow. Ey, lasst euch die Dinge mal richtig so durch den Kopf gehen, weißt du, mir fallen da jetzt ganz viele Dinge zu ein, die ich dazu sagen könnte. Aber ich will das Gespräch erstmal weiterverfolgen. Fängt das schon an. Ich werde der beste Junge im Mädchenkörper, der sein kann. Ja, da kommen die männlichen Mädchen raus. Die spielen schon mit männlichen Spielsachen, mit Jungspielsachen, wollen es dem Papa zeigen, imponieren. Dann war ich auch so eins. Das fällt schon mir gerade auf. Die ist ehrlich. Feier ich. Ja, das ist krass, ne? Dass das schon einen Effekt haben kann auf dein Sein. So, wenn deine Mutter oder dein Vater von außen, während du im Bauch der Mutter bist, schon sagt, ich will einen Sohn haben und du bist aber eigentlich eine Tochter. Dass das schon einen Effekt auf dein Leben haben kann. Also da merkst du, diese ganzen Energies und Beeinflussungen, die sind einfach gegeben. So. Und als Baby, wie willst du dich davon abkapseln? Weißt du, was ich meine? Geht ja nicht. Und genauso ist es ja auch, wenn du zum Beispiel in einem Umfeld groß wirst, wenn die Eltern zum Beispiel schwanger sind und die haben viel Stress und viel Geldprobleme und diese ganzen Dinge, das hat einen Effekt auf dich. Und wie du groß wirst und wie deine Einstellung ist zu Geld auch und zu Erfolg und diesen ganzen Sachen so. Möglich, das musst du selber wissen. Es passiert halt so viel in diesem feinstofflichen Bereich, den man nicht sehen und anfassen kann. Das ist ja verloren gegangen in unserer Welt. Wir denken darüber nicht mehr wirklich nach. Aber wenn du richtig in dich reinfühlst, dann hast du das bei dir auch schon gemerkt. Bei bestimmten Situationen. Und diese Frauen sind oft sehr erfolgreich im Geschäft sogar. Werden aber in den 40ern meistens daran erinnert über den Körper, dass sie eigentlich auch eine Frau sind, die sehr fit sein kann im Beruf, die aber auch in ihrer Weichheit kommen kann und in die Liebe zu sich selbst, die nicht ihr Frausein beweist durch Leistung, sondern die ist da, hat ihr offenes Herz und sagt, ich bin bei mir, ich kann lieben, ich bin da, ich liebe mich selbst. Ja, das sind andere Frauen und dazu werden Frauen jetzt sehr stark hingebracht, genau wie die Männer, die nur starr arbeiten, arbeiten, arbeiten und keinen Raum für sich selbst nehmen, ebenso gezwungen werden durch Krankheiten. Das heißt, beide, Männer und Frauen, dürfen lernen,
Die wichtigste lebendige Beziehung ist die zu mir. Ich. Boom. Wie oft habe ich das schon gesagt in der letzten Zeit, Freunde? Die wichtigste Beziehung, die du in deinem Leben je führen wirst, ist die Beziehung mit dir selber. Es ist einfach Fact. Und es ist auch das wichtigste Gespräch, was du in deinem Leben führen wirst, ist der Talk mit dir selber. Weil das ist das, was einen direkten Einfluss auf deine Umgebung und deine Welt hat. Und dein Leben, deine Zukunft. Für die Beziehung, mentale, emotionale, gefühlsmäßige, verhaltensmäßige Beziehung, für mich Verantwortung übernehmen. Das ist nicht meine Frau, mein Mann zuständig. Ich habe die Aufgabe, mich glücklich zu machen. Und es gibt nur einen Menschen, der uns glücklich machen kann und nur einen Menschen, der uns unglücklich machen kann. Beides sind wir selbst. Boom. Mhm. Na gut, Selbstliebe ist ja jetzt auch vielen inzwischen so vertraut oder das Wort, dass es wirklich nichts mit Egoismus zu tun hat. Es fängt an. Als ich vor 18 Jahren mein erstes Selbstliebe-Seminar gemacht habe, gab es kein Buch über Selbstliebe. Mittlerweile hat sich einiges getan, Gott sei Dank, wird aber noch verurteilt als Egoismus. Ein Mensch, der so macht, das ist kein Mensch, der selbst liebt. Ein Herr Trump ist keiner, der sich selbst liebt, sondern auf Kosten Trump, na Mann. Anderer seinen Vorteil sieht. Na, ja, jetzt Trump-Bashing hätte ich jetzt nicht erwartet, Bro. Bisschen NPC-Talk gerade, Alter. Das sagen die Medien, aber ob das stimmt, weißt du nicht. Aber zum Thema Selbstliebe, das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Wie willst du andere Menschen lieben, wenn du dich nicht selbst liebst? Funktioniert nicht. Und Leute fühlen sich davon angestoßen, wenn du dich selbst liebst. Das sind aber meistens die Leute, die sich selbst nicht lieben. Die sich davon angestoßen fühlen, wenn jemand anderes sich selbst liebt, so. Guck mal, der ist voll, ich höre das auch oft, der ist voll arrogant eingebildet und diese ganzen Sachen so. Das hat damit gar nichts zu tun. Mein Herz ist riesengroß, ich liebe jeden Menschen. Ich bin nicht arrogant, ich bin nicht eingebildet, gar nichts. Ich liebe mich halt selber und das ist auch sehr, sehr wichtig so. Jeder von euch sollte sich selbst lieben. Und nichts anderes. Hm. Ein Mensch, der sich selbst liebt, kann nicht umhin, auch andere zu lieben. Ja, das also geht. Man fängt ja auch erst, also dann ist ja die Selbstliebe überhaupt die Grundlage, überhaupt eine Beziehung, safe. Liebesfähige Beziehung zu führen. Sie sagen es. Sonst geht es in die Hose. Mhm. Sonst wäre man nur in den Erwartungen und seinen Bedürfnissen gefangen. Ne? Sonst oder ist es, opfert ja sich auch. Viele Frauen haben in der Tradition, viele Mütter sich aufgeopfert. Ich kümmere mich. Das hat mit selbst nichts zu tun. Diese Frau ist mit 50 weder gesund noch glücklich und sieht entsprechend aus. Sie hat sich aufgeopfert, genau wie der Mann, der nur gearbeitet hat und Geld Kredite abbezahlt hat. Beides, das hat mit Selbstliebe auch nichts zu tun. Die sind krank am Ende. Und sind dann eine Belastung für die sie sich gekümmert haben. Ja, ich frage immer jeden Abend fast, wer hat hier noch Eltern, die leben? Und sage, wer würde sich wünschen, dass deine Mutter, deinem Vater besser ginge? 80% davon zeigen auch. Das heißt. Weil die halt nicht mit ihrem Herzen gehen, so, weißt du, was ich meine? Das ist ja das, wenn du dich selbst liebst, dann bist du auch automatisch so, dass du die Dinge tust, wo du das Gefühl hast, dass die auch bestimmt für dich sind und du machst es aus dem Herzen raus, aus der Liebe heraus. Also ich glaube, ein Mann zum Beispiel, der sein ganzes Leben in seine Aufgabe reinsteckt, aber das von Herzen tut, wird mit dem Alter weniger krank als ein Mann, der sein ganzes Leben lang einen Job macht, den er nicht mal richtig fühlt und wo er nicht das Gefühl hat, ey, das ist irgendwie meine Bestimmung oder so, ich mache das nur wegen Geld, damit ich meine Familie versorgen kann. Der wird mehr krank sein in der Zukunft. Genauso eine Frau, die ihr Leben aufopfert aus dem Herzen, aus der Liebe heraus für die Familie, für das Kind vielleicht, für den Mann, für die Familie einfach so, aber das aus dem Herzen macht und nicht auf Krampf macht, weil irgendjemand ihr das eingetrichtert hat, sondern einfach, weil sie es fühlt, weil sie das ist. So. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Du kannst die gleichen Dinge tun, aber mit einer anderen Intention. Wenn es aus dem Herzen kommt, dann wird es dir in Zukunft auch noch gut gehen. Weißt du? Wir würden uns sehnlichst wünschen, nachdem sie auch gesagt haben, wir tun das nur für euch, ihr sollt es mal besser haben. Hm. Die liegen uns auf den Schultern. Wir würden uns so freuen, wenn es Mama, Papa besser ging. Ja, aber auch dieses, ich mache mir ja so viel Sorgen um dich. Oder ne, so dieses auch ganze ein altes Programm. Muster. Das ist Muster der Mütter. Da sage ich den Müttern, kümmert euch. Hört diesen Beschiss auf. Das ist Selbstbeschiss, auf Deutsch gesagt. Deine Sorgen sind deine Ängste. Um die darfst du dich kümmern. Zieh deine Sorgen zurück, denn noch keine Sorge hat irgendetwas Positives bewirkt. Noch keiner. Sorgen heißt nicht lieben, sondern Verdrängen der eigenen Ängste. Und das macht krank. Eine Frau, die sich 20 Jahre, 30 Jahre nur Sorgen macht, ja, das belastet ihren Körper. Und es belastet die Beziehung zu den Umsorgten. Also alles, was wir nicht in der Liebe, in der Klarheit, in der Freude denken und tun, in der Annahme dessen, was da ist, in der Dankbarkeit und Wertschätzung, Riesenthema, Dankbarkeit und Wertschätzung, sprichst du langsam auch rum, dass das gesund ist. Ja, dass ich jeden Tag Danke für den Körper sage, danke, dass ich lebe, danke, dass ich denken, lernen, fühlen. Jeden Morgen, das Erste, was ich tue, auf die Bettkante sitzen und Danke sagen.
mache ich jetzt. Also früher habe ich immer erst nach meinem Morgenritual gebetet. Mittlerweile mache ich das allererstes so. Und das wird jetzt definitiv Ritual bis zum Lebensende werden, weil das gibt dir viel und das macht dich schon alleine gesund. Und vor allen Dingen nimmt es dir diese negativen Gedanken aus dem Kopf raus, die du eventuell hast, oder die Ängste, die du eventuell hast. So. Weil wenn du Dankbarkeit fühlst und für die grundsätzlichen Dinge dankbar bist, dann sind diese ganzen Sachen auf einmal verschwunden, weil du dich auf die wesentlichen Dinge konzentrierst, so, weißt du? Man kann was allein mit dem Körper machen. Ja, aber die wenigsten, die möchten sich am liebsten so in den Arm nehmen und wirklich, die spüren das ja auch gar nicht mit dem Gefühl so, ich liebe mich. Ja? Da können sie aber hinkommen. Das ist die erste Beziehung zu mir. Ja. Das ist so wichtig und das hat eben Folge in der Haltung. Wie geht mit mir selbst um? Umarme ein den Mensch, der sich liebt, der überfordert sich, der macht Pausen. Etwas, was wir haben. Alle mal selbst umarmen an der Stelle. Love you, bro. Wish you. Das ist ein großes Thema, rechte oder linke Seite. Das ist die männliche, das ist die weibliche Seite. Und da wir gelernt haben, tu was, hau rein, streng dich an, beweis was, haben wir gelernt, das die rechte männliche Seite überzubewerten. Und die linke Seite, häng nicht so rum, träum nicht so viel, sei nicht so, ne? Kommt daher so Beckenschiefstand und sowas alles oder so schiefe das Haltung? Das hat mehr mit den Becken, die Hüfte ist vor allen Dingen ein Vater-Mutter-Thema. Die rechte Hüfte ist die Vater-Hüfte und linke ist die Mutter-Hüfte. Wenn okay, krass. Weil sie so stehen. Ich habe links auf jeden Fall Troubles. Dann kann sie sagen im Bild, das rechte Fuß steht auf der Schulter von meinem Vater und die linke auf Mutter. Und die stehen wieder auf ihren Eltern. Dann gibt es so eine Pyramide. Ja, so eine Pyramide. Wenn ich mit meinem Vater nicht im Frieden bin, habe ich eine Schieflage. Krass. Zu meinem Vater. Das darf korrigiert werden. Das hängt sehr, sehr viel damit zusammen. Ja? Ich kenne meinen Vater nicht mehr. Wie die Wirbelsäule, wenn es Skoliose hat, dann fragen sie einfach übertragen, wo hast du dich verbogen? Ja? Unglaublich viele Menschen verbiegen sich für andere. Heißt wiederum, leben nicht ihre Wahrheit. Da haben wir überall die Themen, unsere Sprache ist ja so also, deutlich. Ich finde auch, aber was ich... Wo hast du dich verbogen, ey? Das ist so krass. Sehr wichtig, zum Beispiel auch das Thema, worauf ich noch mal möchte. Viele sprechen ja so, jetzt gerade haben das Thema Parasiten. Ne? Also das übersäuerte Körpermilieu ist ja der Grund, Nährboden und ein Paradies für Parasiten. Ich habe immer so gedacht, naja, Innenparasiten, Außenparasiten. Ne? Also man ist selbst auch parasitär. Ist das so, dass man die deswegen anzieht? Kann ich jetzt nicht so sagen, aber Sie sprachen die Säure an als das Milieu. Wir sind sauer und haben Sodbrennen, übersäuerte, wir haben Gastritis, Magenschwüre, das ist die unterdrückte Wut, Ärger. Wir sind sauer. Ja, unsere Körper sind übersäuert. Da können Sie Basika fressen bis zum Umfallen. Das bringt ja dann irgendwann auch nichts mehr. Nee. Es geht an der Ursache. Ich darf lernen, und das ist die größte Ursache für Krankheit, die unterdrückten, verdrängten und abgelehnten Emotionen. Aus meiner Sicht die größte Ursache unserer Krankheit, weil dieser Körper kann Fleisch und anderes verdauen, aber keine Emotionen. Der muss sie festhalten. Und dann geht auf die bestimmten Organe. Mir geht es an die Niere, mir geht es an die Galle. Ja? Und gerade dieses auch Festhalten, das zeigt sich auch, was Darmkrankheiten gerade angeht. Darm, ja, haben wir viel Darmkrebs jetzt. Die okay, gut. Menschen können auf Deutsch die alte Scheiße nicht loslassen. Also Menschen können auf Deutsch die alte Scheiße nicht loslassen. Zu und los. Ist so. Was ist denn jetzt los? Sind zu tun, beides, oder? Unfrieden festhalten. Ja? Der Darm symbolisch will verarbeiten, zieht Nährstoffe raus und am Ende ist er so schön mit seiner Peristaltik, dass wir Altes loslassen können. Dasselbe ist beim Ausatmen. Wir können oft nicht mehr ausatmen. Was ist denn mit denen, die einen dünnen Schiss haben? Die haben. Lassen zu schnell los, oder? Nein. Den Schiss in Ordnung, Alter, die lassen zu schnell los, Digi, sagt die. Die haben Schiss. Die schauen sich die Dinge nicht an. Aus die wollen Angst. Ganz schnell loswerden. Ja. Ja, die schauen sich die Dinge nicht an. Genau wie der Dünndarm, der ist ja so, wie das Gehirn sieht der aus. Der analysiert, der macht die Analyse dessen. Und die schauen nicht hin. Die lassen durch. Aus lauter Angst, Angst des kleinen Kindes, gibt es dann den, wie wir sagen, Dünnschiss. Ja, und so ähnlich haben sie beim Ausatmen. Der Asthmatiker zum Beispiel, der atmet ein, hat aber Angst loszulassen, atmet, will während des Ausatmens wieder einatmen und es gibt Probleme. Ja, der Atemfluss als Beispiel können Sie als Spiegel nehmen, wie Sie atmen, so leben Sie. Der Atmen ist ein Spiegel der Art und Weise, wie wir leben. Ja, die meisten, die atmen auch sehr flach, ne? Also
sind dann leben sie auch flach. Sie leben nicht mehr. Ich merke so krass, dass ich bei mir bei meiner Atmung auch darauf achten muss. Ich lasse oft nicht richtig los. So. Ich atme oft nicht richtig aus. Am Tag vor allen Dingen. Ich muss mich darauf bewusst konzentrieren. Und wenn ich dann abends im Bett liege und diesen Stress in mir merke, so dass ich noch so viele Sachen in mir habe und dann dreimal tief durchatme und ein- und ausatme, das ist so heftig. Also ich merke das so krass, wie ich da loslasse dann und dann voll in die Ruhe reinkomme. Seitdem ich das mache, dass ich auch abends vorm Schlafen gehen so in diesen meditativen Zustand reingehe, kann ich auch viel besser einschlafen und mache mir viel weniger Gedanken so. Also dieses einfach nur tief ein- und ausatmen hat schon direkt einen Effekt. Ich merke das dann direkt beim ersten Mal ausatmen, wie mein Gesicht auch lockerer lässt, die Mundwinkel, die Spannung geht einfach raus, weißt du? Und wir sammeln davon extrem viel ein über den Tag. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ein Leben zu leben, wo ich nicht einmal am Tag versuche, das alles loszulassen, weil das staut sich alles mit der Zeit auf, weißt du? Und du bist dann so unter Stress und so unter Spannung. Ich lebe ich nicht mein Potenzial. Ja? Also in jeder Ding können Sie anfangen. Sie können anfangen, wo Sie wollen. Ob bei Sie den ganzen Körper durchspielen. Ja, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass man mit dieser Sendung mit einmal auf einmal auch sagt, ey Bingo, dann hat das bei mir diese Ursache. Ja. Sehr wertvoller Beitrag. Das ist hier sehr wertvoller Content. Ja? Ich schwör's dir. Also wirklich danke für diesen Kanal, Welt im Wandel TV. Ich bin froh, dass ich das mit meiner Community teilen kann. So. Weil das ist ein sehr, sehr wertvoller Content hier. So, nehmen Sie ein Buch von Christiane Berland, Schlüssel der Selbstbefreiung. Mhm. Ja, das habe ich schon 1000 Menschen empfohlen. Rüdiger Dahlke hat auch sehr viel Fleißarbeit gemacht in der Richtung Vorarbeit. Bei Berland sind die Fragen sehr viel persönlicher. Ja, sie kommen direkt raus. Ach, stimmt ja. Ne? Mhm. Stimmt, das habe ich nie betrachtet, dass das damit zusammenhängen könnte. Ja? Mhm. Wie zum Beispiel die Diabetes heute. Diabetes hat mit Freude zu tun. Die erklärt das auch rein spirituell. Ne? Sehr schön, ja. Spirituell. Aber jeder normale Mensch kann verstehen, wieso taucht zum Beispiel Zucker kein. Wir sagen, wir haben Zucker. Hm. Ja, obwohl das ein komischer Begriff ist, weil wir können ja keinen Zucker vertragen. Ja? Wir haben Diabetes, heißt, die Bauchspeicheldrüse fängt auf irgendeinem Punkt an, keinen Zucker mehr zu produzieren, kein Insulin zu produzieren, welches den Zucker abbaut. Zucker steht aber für Freude. Mhm. Bei 8 von 10 Fällen bei Diabeteskranken können Sie mit ihm in 5 Minuten herausfinden, wo er ein Erlebnis hatte, auf das er reagiert und sagt, jetzt kann ich mich nicht mehr freuen. Auch bei Kindern. Ist das Diabetes. So eine Art, die Süße des Lebens nicht mehr? Ja, natürlich. Wenn ich mich nicht freuen kann. Beispiel bei Kinderdiabetes, das der Bruder, die Schwester verunglückt tödlich oder schwer. Die ganze Familie ist verzweifelt. Das gesunde Kind sagt, hier darf ich mich doch nicht mehr freuen. Hm. Das ist eine unbewusste Entscheidung. Jetzt ist Schluss mit Freude. Und schon entsteht und kann Kinderdiabetes entstehen. Da haben wir viele gehabt. Ja. Also es hängt mit Freude zusammen. Wenn ich sage, ich kann die Süße des Lebens nicht mehr genießen, ich habe da kein Recht drauf. Ich habe kein Recht, mich zu freuen, während mein Umfeld sich nicht freut. Ja, ein Kind kann nicht sagen, behaltet euren Scheiß, Papa und Mama, ich gehe jetzt spielen. Man übernimmt sozusagen so ein bisschen diese Arbeit für die anderen. Ne? Man übernimmt so eine Art Last oder Schuld. Als Kind müssen sie es übernehmen, weil sie das Trauma halt der Eltern, ja. Abhängig vom Energiefeld von Papa und Mama. Haben die Spannung oder drohen, die auseinanderzugehen, wird das Kind oft krank oder verunfallt, weil es unbewusst sagt, dann kommen die wieder zusammen. Immer wieder erlebt. Immer wieder. Ja? Das heißt, das Kind weiß noch, ich bin aus Mama und Papa geboren, ich habe ein Existenzinteresse daran, dass die zusammenbleiben. Ein Kind tut fast im Grunde alles. Es passiert in dem Moment, wenn auch sich Paare trennen, diese Spaltung im Kind. In dem Moment wird das Kind eigentlich, wenn man es jetzt mal runterbricht, physisch auseinandergerissen. So sagt es auch. Ich kenne einen kleinen Benny vor 15 Jahren, der sagte seiner Mutter, Papa drohte auszuziehen. Er sprach 3 Tage nicht mehr. Die Mutter Anja nahm ihn so mit der Festhaltetherapie und sagte, ich möchte gerne wissen, wirklich, was du denkst. Und er sagt, ich habe das Gefühl, ich zerreiße rechts und links, wenn Papa auszieht. Ja, und der war 6 Jahre. Der konnte das so formulieren. Ja. Das alles haben wir gespeichert in uns. Und darum ist der nächste Punkt, was eben Krankheit verursacht und fördert, der in uns gespeicherte Unfrieden mit der Vergangenheit. Das sind Energieblockaden. Ob beim Ex-Partner, mit Vater, mit der Mutter, mit Bruder und Schwester, dem sei. Wenn du mit Vater und Mutter in die Klarheit, Entstrickung und den Frieden gelangst, ist das eine der schönsten Sachen, die du für dich tun kannst und für deinen Körper. Ich musste neulich. Sehr wichtige Aussage. Sehr wichtige Aussage mit der Vater und mit der Mutter. Das Rootwork, sagt Eric Thomas auch immer dazu. Das sind die Dinge, wenn du da wirklich die Beziehung verbesserst und die vergangenen Themen aufarbeitest mit deinen Eltern,
dann wird sich dein ganzes Leben verändern, ich schwör's dir. Seitdem ich mehr mit meiner Mutter rede und ne, so, wir haben immer so eine Distanz auch irgendwie gehabt, so, seitdem ich ihr aber auch immer regelmäßig sage, dass ich sie liebe und so, das konnte ich früher gar nicht, weißt du, weil da so eine komische Distanz teilweise war. Und seitdem ich das kann, verbessert sich alles, vor allen Dingen auch die Beziehung mit Frauen und so. Und deswegen ist es eigentlich auch sehr wichtig, dass ich mal früher oder später jetzt mal auf die Suche gehe nach meinem Vater so und den mal zum ersten Mal in meinem Leben sehe, so, weil das sind Themen, die sind innerlich am Start, so, die werden so lange da bleiben, bis du das Thema irgendwie aufgelöst hast, so, weißt du? Guckt, dass ihr immer gute Beziehungen mit euren Eltern habt, so, und seid dankbar und froh, wenn die Eltern überhaupt in eurem Leben sind. Ich war bei meinem Großvater und ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das jetzt sage, aber er hat auch immer so ein bisschen, ich will das jetzt nicht hören, ne? So dieses Thema. Und er hört jetzt wirklich nicht mehr gut. Ja, und, also er hat noch keinen Demenz. Nee, aber das ist wirklich dieses, das, was wir uns programmieren, Leben lang, was wir uns wirklich im Unterbewussten ständig sagen, passiert letztendlich. Der Körper macht nur das, was wir ihn beauftragen zu tun. Eine unserer Therapeuten mit 16 Jahren muss das linke Ohr aufoperiert werden. Es war zugewachsen, weil sie das, was links Mutterseite, nicht mehr hören konnte. Absolut. Das richtig abgeklemmt. Ja, das haben sie sehr oft. Das ist die Vaterseite, das ist die Mutterseite. Wenn die Mutter in dauernden Ohren liegt, ja, sie können es am Ende nicht mehr hören. Weil sie es jeden Tag macht. Das haben sie so oft. Ja, also braucht es denn wirklich heutzutage, es braucht eigentlich gar keine Therapien mehr in der Form, wo wir ewig in der Vergangenheit rumackern. Was ist die schnellste Lösung? Wirklich durchs Gefühl durchgehen, das einmal fühlen, um dann... Gemach. Sie wollen auch ganz schnell. Das höre ich aber rein. Es müsste doch ganz schnell gehen. Ich bin noch immer die Schnelle. Ich kann nicht kurz zurück. Die hat bestimmt Durchfall, Digga. Sich ruhig Zeit, ansonsten verpassen sie auch das. Deswegen hat die vorhin auch gefragt, bruv. Sie haben recht, wir müssen nicht mehr mit Analyse jahrelang jede Situation durchkacken oder auch in anderen Leben rumkurven jahrelang. Das ist Unsinn. Aber das, was heute hochkommt, ist oft das, was in der Vergangenheit unterdrückt wurde. Ob es jetzt die Unruhe ist, oder ob es die Angst ist dahinter, ob es die Wut ist, ob es Scham. Das ist keine Sache, die vorgestern entstanden ist. Sondern in dieser Zeit holt die Energie dieser Zeit und dann über Menschen und Ereignisse all das hoch jetzt, was nicht fließt, was nicht im Frieden ist. Und das will in Frieden gebracht werden. Und die schnellste, in Anführungszeichen, Methode ist, wenn ich hingehe und nehme mir täglich Zeit oder alle zwei Tage und sage, ich bin bereit, nach innen zu gehen. Ich sitze hier, ich atme, ich fühle und sage, alles in mir darf jetzt da sein. Ich bin bereit, es zu fühlen. Das ist der Beginn von Heilung. Da sein lassen, annehmen. Und zu einem anderen Zeitpunkt, wo sie die Augen offen haben, sagen, und powerful. Jetzt bin ich neugierig, was denke ich die ganze Zeit, dass ich das immer wieder produziere? Alle verurteilenden Gedanken. Darf ich lernen, zurückzunehmen? Das, was sie selber vorwerfen, ihren Eltern vorwerfen, ihren Geschwistern vorwerfen, ihren Ex-Partner vorwerfen, das ist Unfriedensmaterial, was ja wieder immer Unfrieden heißt, Ärger und Wut und Gram und Groll und Neid und Eifersucht produziert. Das mag unser Körper nicht. Da wollen wir durchgehen. Können es fühlen, ist keine Wut, ist schlecht. Aber Wut und Ärger und Angst wirken dann zerstörend, destruktiv, wenn wir sie nicht fühlen und sie in unserem Körper lassen. Dann gehen sie, greifen die Organe an. Also in dem Moment, wo aber wir reinfühlen, versteht ja der Körper oder unser System, versteht ja dann, oh, endlich schaut sie hin, endlich schaut er her. Und dann zeigen sich ja erst richtig die Gefühle, ne? Die nehmen ja dann auch richtig Raum ein erstmal. Ja, aber Sie können sagen, es ist viel leichter, ein Gefühl wie Hass oder Angst oder Panik zu durchfühlen, als es jahrzehntelang zu unterdrücken. Das ist viel, viel schwerer, denn zum Beispiel in der Wut ist Lebenskraft gebunden. Wenn Sie mit unterdrückter Wut durchs Leben gehen, dann kostet es den Körper viel mehr Kraft, das festzuhalten, das auszuhalten, als wenn Sie es bewusst fühlen. Dann kann es ins Fließen kommen, dann kommt es ins Fließen. Keine Angst, dass da jetzt ein großes Loch aufgemacht wird und da kommen dann die Leichen aus dem Keller, wenn Sie anfangen, Ihre Ängste zu fühlen. Außer Sie haben Panikattacken, dann empfehle ich, wenn Sie es nicht fühlen können, alleine, nicht die Disziplin anschließend aufbringen, nehmen Sie sich einen unserer Transformationstherapeuten für 5 bis 10 Sitzungen. Da gehen die durch, aber keine 500 Sitzungen oder keine 100.
Aber was, also wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht wirklich bewusst an etwas erinnert oder darauf stößt, müssen wir ja nicht. Nein. Aber was ist zum Beispiel mit diesen vorgeburtlichen Themen, Frühgeburten oder Kinder, die dann, früher waren ja viele auch im Osten dann in so einem Brutkasten und weg von der Familie. Das sind ja Schocks für kleine Lebewesen und das ist passiert ja. Ich glaube, Sie haben es selber erlebt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also deswegen, das interessiert mich und fasziniert mich einfach, dieses Thema, weil wir da sehr nicht bewusst Thema. Zugreifen. Ja. Mhm. Also mit dem Verstand können wir nicht drauf zugreifen, sondern das... Ich finde es auch geil, wie er nebenbei sie auch immer ein bisschen liest. So. Das haben Sie, glaube ich, auch durch das Thema. Ne? Aber es ist Ihnen gespeichert. Genau. Sie können, Sie haben ja erzählt, die kleine Peggy, 7-Monats-Kind, sagten Sie. Das ist Härte 9. Heißt, das ist eine große Überlebensleistung, die ein kleines Mädchen mit 7 Monaten, das in den Brutkasten kommt, über so und so lange. Es ist völlig Isolation und diese Informationen sind heute in Ihnen gespeichert. Sie als große, erwachsene Frau können dieser kleinen Peggy heute noch helfen, indem Sie nach innen gehen und zum Beispiel die Meditation von Robert Betz, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt machen. Sie erleben sich dort im Bauch ihrer Mutter. Sie hören, was ihre Mutter denkt. Sie erfahren, warum sie früh raus wollten. Das habe ich auch gemacht. Ja, wunderbar. Ne? Und erleben nochmal eine neue Geburt. Und sie können genauso in die Peggy, die im Brutkasten liegt, und für sie mitfühlen, diese ganze Starre. Denn ein Kind fühlt sich so erstarrt, es muss alles tun, um irgendwie zu überleben, ohne Körperkontakt. Genau, und da sind auch der ganze obere Rücken. Also oft, also bei mir war das so, das war wie eine Kralle um den Oberkörper, die ich aber nie bewusst wirklich wahrgenommen habe. Also wie für normal. Mich war das so, das ist mein normales Leben. Sehr gut. Erst als das sich das gelöst hat, dachte ich, ich breche zusammen. Ist wie ein Korsett. Schlimmer noch, das zog sich von oben nach unten. Aber das gab dem Kind Sicherheit. Ich muss mich zusammen, wie früher, reißt es zusammen. Gut, haben wir zusammengerissen. Weil es keinen Schutz im Außen hatte, fängt es an, einfach sich selbst zu schützen im Grunde. Oder so. Es ist Todessituation. Es ist absolute Überlebenssituation. Ein Kind, das ist, darum sage ich Härte 9, das ist eine Großleistung eines Kindes, das im Brutkasten ohne Körperkontakt noch überleben kann. Krass. Viele lassen sogar Seelenanteile nach oben gehen, die kann man wieder später zurückgehen und sagen, es ist so wie als ob ich sterben müsste. Ja? Genauso, wenn sie ein Kind in den Keller schicken und sagen, da unten kommt der Buhmann, der Das macht doch Sinn, ne? Wenn du in so einem Brutkasten bist, wo du nicht mehr diese körperliche Verbindung zu deiner Mutter auch hast und so, dann da überleben musst, dass das auch einen Effekt auf dein Leben hat und wie du denkst und fühlst und dass man das aufarbeiten muss, macht für mich persönlich auf jeden Fall voll Sinn gerade, was die sagen. Dann, das ist Todesangst. Und diese Dinge, egal ob im Mütterleib oder später in früher Kindheit oder später erlebt haben, wir können heute über solche Meditationen und nicht über sich mal nochmal durchfühlen und der erwachsene Mensch tut das für sein Kind und sagt auch, ich sage auch zu meinem kleinen Robert, ich fühle das jetzt für dich, du musst das nicht fühlen. Weil das Kind ist ja völlig überfordert. Sagt, das sollst du nochmal fühlen, wo ist der Ausweg? Ja? Nein, ich tue es für dich. Du darfst spielen. Wir dürfen den Kindern in uns, das innere Kind spielt eine große Rolle in meiner Arbeit. Das ist voll krass. Ich habe das auch einmal gemacht, gefühlt mit jemandem zusammen, der mich in meine Kindheit zurückgebracht hat, mit Augen zu. Und dann den kleinen Leon also aufstehen lassen musste, in den Arm nehmen musste und so. Und ich habe voll geheult. Es war wie eine Therapie, so, ich schwör's dir. Also diese innere Kindarbeit ist extrem wichtig. Wir können dem Kind wieder sagen, ich möchte, dass du heute wieder spielst. Ja, ich habe auch damals als Kind mein Druck- und Anstrengungsprogramm gestartet. Ich war 5. Kind von 5 Kindern und meine Mutter war 42, oft schon krank. Und dann war die allgemeine Stimmung, ja, wo kommt der dann her? Das ist ein bisschen viel. Ja? Mein Vater hat gesagt, also ich habe dich nicht gezeugt. Meine Mutter hat zum lieben Gott gebetet, deine Mutter. Also das hat er so flachsig immer ja, so ja, flachsig ja, ja. gesagt. Aber es ist ja immer sitzt, ne? Kernwahrheit dran. Ne? Ja, ja. Und dann müssen Sie sagen, dann habe ich natürlich gesagt, innerlich als kleiner Junge, ich muss mir irgendwie Existenzberechtigung verschaffen, ich zeig's euch. Und dann gehen Sie irgendeine Leistung. Um eben, genauso wie ein kleine Peggy im Brutkasten, ich muss hier überleben, ich muss mich zusammenreißen, alles tun, um hier zu überleben. Aber das ist eine Ewigkeit, 2 Monate im Brutkasten zu leben. Ja? Eine Ewigkeit, genau wie 9 Monate im Bauch der Mama. Das sind ja Ewigkeiten, das ist ein eigenes Leben. Und was da passiert, das ist nicht bei den meisten natürlich im Dunkeln, aber wir können darauf zugreifen und dann kann die Energie wieder fließen. Und so ist es natürlich dann auch in der Zeit der Schwangerschaft. Da ist ja auch, also auch wenn der Neokortex und alles noch nicht irgendwie ausgebaut ist oder ausgeprägt ist,
ist ja dennoch auf Stammhirnebene. Ein vollgeistiges Wesen. Das Baby ist mit Vollgeist verbunden und kann solche Entscheidungen treffen wie: Ich werde der beste Junge im Mädchenkörper. Echt, ja? Absolut. Ja? Wir sind ein Seelenwesen, das genau weiß, was es tut. Ich sehe das genauso. Ich habe die gleiche Meinung. Ich sehe das genauso. Ich sehe auch unseren Körper nur als Vehikel. Wir kommen da rein, wir werden da reingeboren. Und wenn wir sterben, dann gehen wir auch wieder. Und sterben nicht und sind dann weg. Meiner Meinung nach, persönlich. Und ich fühle das auch. Ich fühle das halt einfach. Wenn ich meditiere und wenn ich wirklich in mich reinhöre, dann spüre ich, dass ich mehr bin als mein Körper. Dass da irgendwas ist, was drüber hinausgeht. Irgendwas, was du nicht anfassen kannst, was nicht physisch ist. So. Ich merke das einfach. Ich merke auch immer wieder, wie ich dann gefangen bin in meinem Körper, weil ich das dann kurz mal vergesse. Aber sobald ich wieder zurückkomme, merke ich das. Warum gibt es dann so eine... Nee, die Frage hat sich schon selbst beantwortet, gerade in meinem Kopf. Okay. Die ist voll süß, gell, finde ich. Das ist nämlich diese Therapieform, wo es darum geht, dass wir das, was im Gefühlsspeicher gespeichert ist, nochmal durchfühlen, weil wir dafür noch keine Begriffe oder Worte haben, sondern das ist in einem Zeitpunkt passiert, wo wir noch so klein waren, dass, wo man dann so kauert und kluckst und ja, das heißt, aber im Grunde geht es wieder um die Gefühle. Wir fühlen wieder die Gefühle durch. Das ist ja nichts anderes, als was Sie sagen. Ich kenne sie nicht, diese Methode. Fühle, ich sage nur, fang an. Das, was sich zeigt im Körper an Empfindungen, wie Enge, Schwere, Druck bis Schmerz. Fang an, erstens deine geistige Einstellung dazu zu ändern und sagen, es ist da. Und ich sage jetzt, es darf da sein. Es ist nicht mein Feind. Ich bin bereit, es zu fühlen. Und dieses Ja fängt an, Energie in Fluss zu bringen. Hinter diesen Empfindungen stecken eben Emotionen. Wie Angst und Ohnmacht und Wut. Gerade die Ohnmacht haben wir jahrelang erlebt. Wir hatten keine Macht. Also ist uns Ohnmacht gespeichert. Und diese Ohnmacht kommt jetzt wieder hoch in dieser Zeit. Wie alles, was unter den Teppich gekehrt worden ist, wieder hochkommt. Ja. Das ist einfach wichtig zu sehen, dass wir völlig unbewusst, wir sind unschuldig. Wir tun alle unser Bestes. Jeder Mensch, jeder Vater, jede Mutter, jedes Kind tut das Beste, um zu überleben. Körperlich und psychisch. Was ja schon mal das ganze Schuldthema erstmal rausnimmt, absolut. Weil das ist ja unnötig. Ja. Ich rede nicht von Schuld. Aber es ist doch schön, wenn wir sagen, ich habe selber gemacht irgendwie. Wenn ich selber gemacht habe, dann kann auch nur ich es ändern. Wenn ich Schuld aufrechterhalte, ja, das waren die Gene, das war mein Vater, das waren meine Eltern, damit... Ist so, immer Verantwortung übernehmen. Vor der Gene meiner Eltern und so weiter. Da kann ich nichts machen, da bin ich handlungsunfähig. So. Darum ist das eine sehr öffnende Perspektive. Hey. Sobald du die Schuld bei jemand anderem suchst, gibst du diesem anderen die Macht auch, diese Schuld, dieses Thema aufzulösen. So. Du musst selbst die Verantwortung übernehmen, weil nur du kannst die Dinge auch verändern. Und du warst auch verantwortlich dafür, dass die Dinge überhaupt passiert sind, egal was passiert ist. Auf irgendeinem Level bist du immer selbst verantwortlich für die Dinge, die du in deinem Leben hast. Das sein, dass ich da was dran mache. Ja, das ist ja unglaublich. Ne? Gestern eine Frau getroffen, 35, hat seit Kindheit an Epilepsie und Gehirntumor gehabt und noch mehr. Also die guckte mich fröhlich an und sagte, alle Achtung, wie Sie das machen, mit 35 so durchs Leben gehen. Ja, sie ist in Therapie in Köln, sagt sie, kommt demnächst bei mir ins Seminar. Also da wundere ich mich, was Menschen und auch Kinder für eine Leidensfähigkeit haben. Das ist unglaublich. Das sind alles Dinge, die können wir verstehen heute. Wer denkt, das Kind in einem, das Kind hat eine ungeheure große Rolle, das Kind im erwachsenen Mann, in der erwachsenen Frau denkt, welche Ängste habe ich früher schon gehabt und welches Verhalten habe ich mir schon in der Kindheit angewöhnt? Was darf nicht sein? Ja? Und das kann der Erwachsene durch den Kontakt zum Kind und durch liebevolle Beobachtung seines Alltags. Wann bin ich unzufrieden? Wann kommt eine Angst? Wann kommt eine Unruhe hoch? Was ist denn da? Ja, ich habe Angst. Ich könnte hier nicht zum Zug kommen oder mich könnte keiner sehen, ich könnte sterben. All diese Ängste haben wir als Kindheit schon gehabt. Angst, allein gelassen, verlassen zu werden, im Stich gelassen, kritisiert, ausgegrenzt zu werden. Und diese Ängste sind eine ganz große Basis für Folgeerscheinungen, die wir dann, um sie zu meistern. Herr Bitz, die kleine Peggy sagt... Hammergespräch. Robert jetzt... Die kleine Peggy, Vejo. Dankeschön, weil wenn zwei Erwachsene sich... Die Süße. Da halten, so wie ich das verstanden habe, sind auch immer die Kleinen dabei. Klein Robert grüßt Klein Peggy. geil, fühle ich, Digga. Vielen Dank für die offenen Worte und für die klärenden Sichtweisen. Es war toll. Wir haben ein paar Sachen anschneiden können, sage ich mal, was in 45 Minuten möglich ist. Aber ich glaube, es hat gereicht, um einfach so ein bisschen hier oben eine Schraube. Ich hoffe so.
Danke. Danke auch. Ja, liebe Zuschauer, ich bin glücklich, zufrieden. Ich hoffe, Sie auch. Und ja, was bleibt mir anderes übrig, als einfach eine schöne Zeit zu wünschen? Sehr starkes Gespräch. Sehr, 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 sehr starkes Gespräch. Also da konnte man einiges lernen über Krankheiten, über sich selbst, über die Kindheit, über die Verbindung mit den Eltern und so. Also das ist ein sehr, sehr wertvolles Gespräch, ein sehr wertvoller Content. Danke nochmal an Welt im Wandel TV und an die Peggy und den Robert, auch vom kleinen Lovelock, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. YouTube, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, schreibt wieder irgendwas Schönes unten rein. Schreibt mir gerne auch rein, was ihr da mitgenommen habt so. Und was ihr da noch eventuell mit uns teilen wollt. Ich liebe die Community auf YouTube, ich schwör's dir. Danke immer für die schönen, lieben Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.